Dann noch ein Kolbenklemmer. Der Lagerschaden. Ja, moin Leute. Dreimal dürft ihr raten. Gurkenrot-Trip in Gefahr? Ja. Ich bin mit meinem Trabi gefahren, 90 km/h. Was passiert? Genau. Ich krieg einen Kolbenklemmer. Im Kreisverkehr übrigens. Ne? Kupplung getreten, Motor fest, Auto sprang nicht wieder an. Ich habe ihn abkühlen lassen. Danach habe ich mit Öl geflutet, wieder angerissen und ab dann gehen die Misere in diesem Video los. Ich wünsche euch viel Spaß. Mir hat dieses Video sehr viel Nerven gekostet. Ihr wisst Bescheid. Der Motor ist fertig. Der ist tot, der Motor. Da geht gar nichts mehr. Scheiße, der ist platt. Und da zwei Tage vor einem Roadtrip, wo kriege ich jetzt einen Trabi-Motor her, der in Ordnung ist? Der hat definitiv einen Lagerschaden. Gerade eben war er fest. Panna, geh mal auf Beifahrer, wir müssen los jetzt. Zum Auto wieder ein paar Meter Strecke machen können, um nach Hause zu kommen. Ah, Scheiße. Moin übrigens. Komm jetzt los, da setz dich mal schnell hin. Ich hab mir so die anschnallen. Der Motor ist blank. Lagerschaden. Schnall dich jetzt an, Hasi. Sonst stecken wir hier endgültig fest und ist dann wieder ganz fest. Ich komme wenigstens nach Hause. Komm. Im Laufen können wir jetzt gar nicht mehr. Nee, wir können gar nichts mehr. Leute, das ist der Tod dieses Motors. Hört ihr das? Beste TÜV hilft euch nichts. Wenn er nicht. Alter, ey. Oh. Wisst ihr noch, wie ich gesagt habe? Das Klappern ist nichts Schlimmes. Hey! Ist wieder heile. Was ist das denn? Nein, der ist fertig. Scheiße. Gurke, jetzt fahr einfach. Fahr uns nach Hause. Alter! Was ist das denn für eine Scheiße? Ey! Wir haben keinen Kolbenfresser, wir haben einen Lagerschaden. Der hat sich ganz leicht nur angebahnt und so eine Mini-Klapper, das war dann plötzlich wieder weg und hat sich jetzt als komplett toter Block herausgestellt. Leute, der Motor ist fertig. Hier ist, bei dem Motor ist gar nichts mit Ungarn. Ach komm Leute, fahr jetzt da, fahr doch jetzt mit deinem Astra. Ich will nicht stehen bleiben. Ich mach gleich einmal Ratsch und dann ist der Block wieder fest. Komm, fahr mich. Wir haben gerade hier gesessen, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde lang und haben erstmal gemütlich Döner gespeist. Hanna und ich. Und dann habe ich den Motor mit Öl geflutet, habe gewartet und jetzt hat es halt, ach scheiß drauf, jetzt hat es halt in dem letzten Moment Buff gemacht. Also das ganze Roadtrip-Experiment nach Speedshop Gurke ist komplett gefährdet. Alles. Da bremst die Gurke. Die Bremse ist gut. Der Motor ist Schrott. Scheiße. Hanna, so wie es aussieht, dass es so weiter geht, dann können wir unseren Urlaub und sonst wohin stellen. Ja, aber zum Glück können wir den lange stehen lassen, dann kriegt er Luft und dann können wir den noch fahren. Hanna, du hast das Prinzip kapiert, ne? Hast du Kolbenklemmer? Wartest du ab? Und dann kühlt der Motor ab und dann läuft der Motor wieder. Ist auch beim Viertakter so, aber dann hilft uns alles nichts, weil wir haben keinen Kolbenfresser gehabt, wir hatten einen Lagerschaden. Und jetzt hat er wieder freigebrochen. Das heißt, wenn wir 70 fahren, können wir wenigstens nach Hause. Hoffentlich. Aber morgen früh, wenn wir zur Halle kommen, ist eine andere Frage. Papa, geht wieder. Ja, habt ihr wieder angeklemmt. Alter, und ich dachte, ich habe einen Kolbenklemmer. Original, voll den original mega fetten Lagerschaden. Aber nicht so ein bisschen, sondern einen richtigen Lagerschaden. Ich fahre jetzt nicht Vollgas, ich fahre nur 70. Weil ich sonst weiß, sonst stirbt mein Motor gleich ganz.
Wir müssen unseren Döner gegessen, Dana. Ja. Das ist das einzig Gute. Na Scheiße, wo kriegen wir denn jetzt einen Motor her? Wir haben Donnerstagabend. Morgen ist Freitag. Mein Portemonnaie ist alle. Wo kriegen wir einen Motor her? Wir haben doch von dem kaputten Trabi-Taxi einen liegen, der hat auch einen Lagerschaden. Der andere liegen habt, der hat auch einen Lagerschaden. Und dieser Motor, den wir jetzt haben, unser 30 Euro Flohmarkt-Motor, hat auch einen Lagerschaden. Also, alles Kacke. Jetzt haben wir echt ein Problem. Richtiges Problem. Das ist doch egal, ob wir einen Dachträger haben, Hanna. Du hast immer so Sorgen, ne? Meine Sorgen sind, komm überhaupt nach Hause und komme ich in Urlaub und mit dir und so was. Und halt, ja. Hört euch mal an. Warte, hier, hört mal. Übrigens, ich habe vorhin Keilriemen abgebaut. Das liegt nicht an irgendwelchen Anbauteilen. Das ist definitiv der Motor, der platt ist. Wir sind gerade eben von Zettel gekommen und mit Döner beladen, alles. Mit 90 Sachen, ganz gemütlich. Da fahre ich eh nicht mit dem Auto. Ja, und dann bin ich halt in den Kreisverkehr reingefahren. Dann ist er ein Leerlauf einfach ausgegangen. Und da war er fest. Dann haben wir noch ein bisschen rumgetüdelt und rumgemachelt. Und dann dreht er irgendwann wieder von Hand. Ganz schwer aber nur. Dann habe ich abkühlen lassen und jetzt stehen wir halt hier. Ne? Die Tatsache, dass wir gerade nach Hause kommen mit dem Auto, das ist wieder... Das ist wieder Gurke. Die Gurke, die hat eine Tradition, die bringt mich immer nach Hause. Ne, Gurke? Das ist mit dem Auto im Blut. Aber auf jeden Fall ist der Motor trotzdem im Arsch. Und der sah so gut aus. Aber das ist halt, wenn ihr für 30 Euro Motor auf Flohmarkt kauft, ihr seht, der Motor hat 200 Kilometer gehalten oder irgendwas, der ist jetzt breit. Ne? Und ich muss einfach echt eine Möglichkeit finden, dass ich dieses Auto von A nach B tüdeln kann. Und, oh Gott, ich will einen Urlaub mit dem Auto. Ey, ist das schon alles auf dem Dach drauf? Kann doch nicht wahr sein. Alter, ey. Das einfallen lassen. Wir können ja auch bei den Urlaub. Womit denn? Mit dem Trabi. Wie denn? Schieben. Fahren. Und immer abkühlen lassen, wenn er wieder anfängt zu rotteln oder was? Ja. Das ist eine gute Idee. Ja, Anna hat die Lösung drauf. Scheiße, Leute, das geht mir richtig auf den Sack. Aber da seht ihr wieder, Max Beachhop ist wirklich so, ihr seid hautnah, so wie es ist, dabei. Und die Scheiße, die ist bei uns am Dampfen und ihr kriegt das genauso mit wie ich. Ja? Guck mal, cooles Licht, wa? Ja. Ey, das riecht mich voll auf. Aber ich hab hier kein Licht. Ist egal, das ist so ein Kameralicht, damit man filmen kann. Ich hätte bei meiner Gurke in allem Scheiß gedacht. Nur einen vernünftigen Motor nicht. Alter, wenn ich jetzt im Osten leben würde, wäre ich von Trabi-Motoren umringt. Hier aber nicht. Das ist voll nervig. Ah, Vater, du hast so schön bei mir beim TÜV gewesen. So schön Plakette gekriegt. Und jetzt mein Trabi. Nee, ich bin breit. Ich habe keine Lust mehr. Ich will nicht laufen. Das heißt, wir können so richtig die Hände schmutzig machen. Bei Zylinder tauschen brauchen wir nicht mehr. Da ist nichts mehr mit. Ja, also Kolbenfresser war es definitiv nicht. Wir hatten auf jeden Fall, hundertprozentig haben wir einen Lagerschaden. Hat man sofort gehört. Gut, Leute, ihr seid auf dem Laufenden. Ich bin bald zu Hause irgendwie. Ich bemühe mich noch ein bisschen, hier rumzutuckern. Ja, ihr seht morgen, wie es weitergeht. Haut rein. Scheiße. Munter. Wir befinden uns im Körper von Max. Er sitzt zu Hause vorm Computer.
Das Gedächtnis arbeitet gut, die anderen Organe regeln sich in der Gegend rum. Es öffnet sich eine WhatsApp-Nachricht. Da meldet sich das Ohr. Ohr an Großhirn, Ohr an Großhirn, habe soeben den Empfang einer Sprachnachricht entgegengenommen. Großhirn an Ohr? Von wem? Kann nicht sehen, mal Auge fragen. Großhirn an Auge? Wer hat da eben eine Sprachnachricht gesendet? Auge an Großhirn? Der Typ, der immer noch mit PayPal nervt, kann's einfach nicht lassen. Tja, Großhirn an alle, fertig machen für eine lahme Ausrede, Großhirn an Mund, dreckig Lachen vorbereiten. Milch an Großhirn, was ist denn da bei euch los? Ich krieg ja gar nichts mit. Braucht man nichts mitzubekommen, halt dich da raus aus dem Funkverkehr. Großhirn an Lunge, einatmen. Lunge an Großhirn, Lunge an Großhirn, eingeatmet, Hellas. Gedächtnis Großhirn an, welchen ich wiedergeben muss, Scheiß heute, wie beim zuletzten Mal. Großhirn an Schultern, zucken. Milch an Großhirn, soll ich auch mal zucken? Schnauze. Großhirn an Schultern und Hände, wild rumfuchteln. Milch an Auge, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Auge an Milz. Das glaubst du noch selber nicht, du blinde Nuss. Gedächtnis, Großchen an, Hellas. Ich nur haben was letzten Gipskrieg von. Nix fallen mir ein. Wieso? Also Ruhe zum Donnerwetter. Wie soll man da eine vernünftige Ausrede erfinden? Da geht alles durcheinander. Alles hört auf mein Kommando. Nee, keine Lust. Noch so eine freche Bemerkung und du fliegst raus, Milz. Schnauze. Großchen an Zunge. Faule Ausrede von Gedächtnis wiedergeben. Zunge an Großhirn. Ich trau mich nicht. Feigling, Feigling. Kleinhirn an Großhirn. Kleinhirn an Großhirn. Jungs, lass doch die Aufregung. Morgen kommt sowieso wieder eine Sprachnachricht. Großhirn an Kleinhirn. Danke für den Tipp. Mittelleute, Ausrede langsam zurückziehen. Nicht mehr lachen. Langsam wieder ausatmen. Großchen an Finger, Antwortmail an PayPal schreiben, auch eine Kopie an den Plagegeist. Munter und Fahrrad. Das Internet? Gibt's den Blödsinn immer noch?